Wie komme ich denn jetzt da noch rüber und rein und nein? Ja, Freunde, na, was soll ich sagen? Das Ding ist vorbeigezogen. Und... ich werde heute auf einer der lustigsten BeamNG-Maps spielen, auf der wir jemals gespielt haben, Freunde. Denn hier heißt es gefressen oder gefressen werden, ja. Wir müssen versuchen, in ein Heilmaul zu springen. Es wird wohl richtig lustig. Schaut es euch bis zum Ende an. Haut gerne auf den Like und auf den Abo-Button und jetzt viel Spaß. Um euch das ganze Ding mal zu zeigen. Also ihr seht hier schon, die Map sieht sehr, sehr wild aus. Und wir sind hier sozusagen beim Hai-Abschnitt und können die verschiedenen Rampen runterfahren. Ja, also ich würde sagen, wir versuchen mal die einfachste Rampe. Ich glaube, das ist die hier an der Seite. Ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr so lang, Freunde. Wir nehmen hier die einfachste Rampe und zwar ist das hier die gelbe. Die fahren wir runter und rein ins Hai-Maul. Und ich bin mal gespannt, ob wir es überhaupt rein schaffen. Weil ihr seht es schon, hier sind verschiedene Höhen von Rampen. Oh Gott, Freunde, wir können hier auf jeden Fall einiges an Speed. Und da drüben auch so ein Monster, also das schreit ja förmlich nach einem zweiten... ah, nein! Nach einem zweiten Part, wollte ich sagen. Zurück, zurück, zurück zu meinem Maul. Los! Wie komme ich denn jetzt da noch rüber und rein und nein! Och nee! Ja, Freunde, na, was soll ich sagen? Das Ding ist vorbeigezogen. Und... das war ja nichts. Komm, wir versuchen es einfach nochmal so hier rauf auf den gelben Weg. Und jetzt heißt es eigentlich nur gerade halten. Also beschleunigen kann man ja von mir aus ruhig, aber... Hauptsache gerade halten das Ding. So. Okay, ich drück drauf, Freunde. Alles klar. Wir sind bei 150, 60 sogar schon, 70. Gott sei Dank, wie schnell ist denn der BMW hier? So schnell bin ich den, glaube ich, noch nie gefahren. 200? 210, 20? Und rein hier! Oh, was? Jawohl! Und wo kommen wir raus? Und wir sind im Magen. Wir wurden einfach aufgefressen vom Hai. Aber reingeschafft. Sehr schön. Ich sag mal so, der Hai hat heute richtig Bock, Freunde. Und was auch richtig Bock hat, ist das Formel-1-Auto hier. Los, Sebastian! Sebastian Vettel, drück mal drauf da! Wir fahren hier mal runter, so, orangenen Weg. 200 easy drin. 210. Okay, er hält an bei 2. Aber er lässt sich gut steuern bei der Geschwindigkeit, ne? Und gönnt euch das einfach direkt rein und schon wieder auf die Zunge. Also ich glaube, Ziel sollte es sein, direkt in den Rachen reinzufliegen und nicht erst einmal abzubouncen. Weil dann wäre es, glaube ich, am cleansten auch wir... komplett versenkt. Alle, oh Gott, da kam gerade noch ein Reifen an. Alle Reifen geplatzt, Freunde, also ja, Mission auch erfolgreich. Dann lasst uns einfach mal gucken, wie der Hai reagiert, wenn man einfach mit so einem, oh, viel zu groß, was haben wir denn da schon verloren, sag mal, mit so einem viel zu großen Muldenkipper, der auch noch elektrisch betrieben, oh nee, der auch noch elektrisch betrieben ist, wenn wir damit da reinfahren. Ich muss hier irgendwie wieder rüberkommen, hallo? Und da lacht er uns noch so an. Warte mal. Ja. Ja, jetzt dreh dich doch mal ein bisschen, bitte. So. Oh, ein Reifen haben wir verloren, Freunde. Drei Reifen auf dem Rücken und schaffen wir es rein. Oh, sag mal, wo ist... oh, der Reifen auch damit am Start, ne? Wie lange dreht er... ja, 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 alles gut. Alles gut, gehört zum Trick. Das gehört zum Trick und... ja! Wir haben es doch reingeschafft. Auch wenn ich gar nicht weiß, wo hinten und vorne ist, aber wir haben es noch reingeschafft. Aber müssen wir nochmal, Freunde, machen. Müssen wir nochmal machen. Diesmal nehmen wir mal hier den orangenen Weg. So, okay, okay, alles gut. Erstmal, Hauptsache, erstmal gerade halten das Ding, ne? Weil ihr seht es schon, gerade wenn man ein bisschen schneller fährt. So, ich drücke jetzt mal aufs Gas hier. 100, 10, 120, 130, easy drin, 140, easy drin, 100. Ich frage mich gerade, wie es einfach wird, wenn du mit dem schnellsten Auto aus BeamNG darüber... oh, unser Motor ist durch. Okay, bei 200 ist der Motor durch und wir fliegen rein und... ja, und auch dieses Mal leider nicht clean rein, aber trotzdem... trotzdem ist mal wieder unser Nashorn am Start. Zur kleinen Abwechslung habe ich hier nochmal den alten Jenkins ausgepackt. Ah, warte mal. Den alten Jenkins ausgepackt und ich würde sagen, wir nehmen mal hier den pinken Weg, so. Okay, wir drücken drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Gänge das Auto hat, ne? Ich glaube, so viele Gänge kann es gar nicht haben, oder? Vier Gänge hat er nur, okay, ja. Und ihr seht schon unten links, der Motor blinkt schon so orange. Das heißt, eigentlich müsste er gleich durch. Ja, jetzt ist er zum Beispiel durch, der Motor, glaube ich. Ja, jetzt ist er durch. Jetzt heißt es nur noch reinrollen. Oh, wir beschleunigen sogar noch ganz gut. Sag mal, die Rampe, die zielt ja gar nicht auf den Rachen, sehe ich gerade. Die fliegt ja oben rüber. Boah, guckt euch an, wie riesig dieser Hai einfach ist. Der ist ja riesig. Und da fliegen wir und ja. Ah, perfekt, Freunde. Ich würde sagen, der alte Jenkins mal wieder gut gelandet. Und ja, der Motor ist durch und... ja, das Auto an sich, ja, da hilft einem auch der Zauberwald nichts mehr. Ich merke schon, wir brauchen die größeren Geschosse, ja. Hier so ein Triple... hallo! Hallo! So ein Triple-Decker, wollte ich sagen. So, jetzt nochmal mit Speed hier und... ey, schon wieder fast... was soll denn das jetzt? Warte mal, können wir uns wieder drehen? Ja, doch nicht so drehen! Ja, also vielleicht wird es so auch was. Na gut, immerhin...
immerhin auf der Rampe, wisst ihr? Also man muss es ja auch positiv sehen. Guckt euch den Triple Decker mal an. Ja, jetzt auf der roten. Okay, ja, alles gut. Holen wir hier noch ein bisschen Speed. Vielleicht schaffen wir uns ja auch noch gleich wieder zurückzudrehen. Das wäre natürlich sehr, sehr wild. Aber Freunde, das sieht sehr aussichtslos aus. 20, 30, ja, 40. Wir knacken an der, wir kratzen so ein bisschen an der 40. Und jetzt wird es interessant. Der Haifisch frisst uns. Und ich weiß, was ihr sagen wolltet. Wir müssen eigentlich den orangen Weg nehmen, ne? So, jetzt fahren wir hier mal runter. Ich drücke wieder auf die Tube. Und diesmal, ja, diesmal sind wir ganz clean draufgekommen, ja? Also wir müssen uns diesmal ein bisschen entspannter halten. Hey! Sag mal, also... Freunde, ich weiß nicht, woran es liegt, aber der lässt sich einfach... Der hat einfach ganz, einen ganz schwierigen Schwerpunkt. Also der Mittelpunkt von dem Ding, Freunde, muss ich nichts zu sagen. Das ist wirklich richtig Rotze. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall nicht so schnell beschleunigen. Sonst war es das mit dem Weg schon wieder. Also... So, was sagt er hier? Vierter Gang, 60. Ich drücke jetzt gerade nicht aufs Gas. Das ist rein sein Eigengewicht. Und wir dürfen auf jeden Fall auch nicht so schnell hin und her. Guck mal, jetzt gerade lenke ich zum Beispiel nicht. Und der fängt schon wieder so an zu schwanken. Okay, jetzt drücke ich mal aufs Gas. Können wir noch ein bisschen rausholen? 114, 115. Ja, ich meine, so ist er ja eigentlich einigermaßen gerade. Okay, passt auf. Wir fahren rein hier mit der Rampe. Jo, sieht gut aus. Und... Absprung! Ja, okay, also mal wieder der Triple Decker, wieder ein Tank gewesen. Aber nicht so spektakulär, wie ich eigentlich dachte. Ich dachte eigentlich, dass der ein bisschen mehr zerstört wird. Weil der Bus nicht so spannend war, packe ich jetzt nochmal das schnellste Auto in BeamNG aus. Oder ich glaube, es ist nicht das ganz schnellste, aber auf jeden Fall eins der schnellsten. So, also wir nehmen hier den gelben Weg. Hallo? Darf ich da mal rüber? Danke. Was ist denn hier los? Sag mal! Was ist denn hier los? Ich habe den Reifen verloren. Jetzt sind wir hier in der Lücke, wo wir genau reinpassen. Wir passen genau zwischen die Lücke. They see me rolling. They hate it. Wie weit können wir denn hier rauszoomen? Guck mal, das ist ja ein Miniaturauto hier. Na, wenn es der rote Weg sein soll, dann soll es halt der rote Weg sein. Ist ja gut. So, wir drücken drauf. Und jetzt. Okay, meint ihr, wir schaffen hier die 400? 400 glaube ich nicht. 200. Ah, der ist abgeriegelt bei 215. Ah, schade. Ich dachte, er wird ein bisschen mehr packen. Abgeriegelt bei 215 hat aber sehr gutes Handling noch bei der Geschwindigkeit. Und direkt rein in den Drachen. Oh, was? Ja, und wieder gelöscht hier unten. Also auch gar nicht so verkehrt. Ich sag mal so, wenn der Gefängnisbus nicht will, dann brauchen wir halt einen Bus, der ein bisschen mehr Schub hat. Wir nehmen den hier, Freunde, mit der Spitze vorne dran, mit dem Schnabel. Und ihr seht es schon, gar für das Ding, gar kein Problem. So, hier, ja, die Spitze ein bisschen verbogen, aber gar nicht... Sag mal! Und auch der Motor direkt wieder durch. Egal, wir haben immer noch den Boost. Wir schaffen es wieder rauf auf den roten Weg. Können wir es gerade halten, das Ding, kurz vor Ende? Kurz vor Ende und... nein. Was ist denn hier los, die Mundharmonika? Das Ding ist ja komplett zerdrückt worden. Die habe ich gar nicht mitbekommen, sag mal. Nachdem wir schon einiges an Fahrzeugen getestet haben, hilft vielleicht hier der Cybertruck mal wieder. Weil ich sag mal so, der Cybertruck... ist eigentlich mit das wildeste Auto hier aus dem Spiel, habe ich das Gefühl, weil der ist einfach wie so ein Tank. Der hat eigentlich ein gutes Handling und auch ziemlich viel Geschwindigkeit. So, pass auf, ich drück mal drauf hier. Da gucke ich einmal weg, ne? Eine Sekunde. Ich sag noch gutes Handling, jetzt lobe ich ihn und dann verkackt er so. Oh nein, das sieht ganz böse aus und rein ins Maul und ja, Gott. Aber auch hier wieder den Rachen runter, auch wenn das richtig verstellt aussieht. Und beide Reifen vorne weg natürlich. Was ist denn das da vorne? Oh, das sind die Zähne oder was? Der Cybertruck, wohl eher der Zähnetruck. Ey, guckt euch das mal an. Einfach Luigi mit einem Geschütz oben drauf. Pass auf, wir nehmen wieder den roten. Luigi, drück auf die Tube. Ich glaube aber nicht, dass man damit schießen kann, aber guckt euch das mal an. Wir können hiermit einfach runter. Luigi? Luigi, spann dich mal ein bisschen. So schnell bist du noch nie gefahren, Luigi. 150. Und der Motor ist direkt durch. Dadurch auch das Handling direkt broke. Nein, wir rutschen rüber zur lilanen Bahn, oder? Nein, wir rutschen hier direkt in die Lücke. Och, nee. Luigi! Ah, Luigi, sag mal, bist ja ein richtiger Tank geworden. Sag mal. Und? Also mit so einem gepimpten Luigi, sag ich mal ganz ehrlich, Freunde, mit so einem gepimpten Luigi sollte es doch eigentlich kein Problem sein. Das ist ja richtig so ein Amphibienfahrzeug, ne, mit so vier Reifen auf jeder Seite. Oh Gott, ich merke es aber jetzt schon. Das Handling ist ganz übel. Das Handling ist ganz übel, nein! Oh Gott, wir haben schon was verloren. Oh Gott, wie schnell der sich dreht. Sag mal, Freunde, wir rollen ja richtig in den Mund rein. Und der riesige Haifisch frisst uns. Wartet mal.
6 km/h, 7 km/h, das sieht aber mir deutlich schneller aus. Können wir uns noch retten? Wir können uns noch retten und... Ja, alles klar. Du, ich sag mal ganz ehrlich, von den 6 Reifen, von den, warte mal, 4 Reifen haben wir, von den 8 Reifen am Anfang. Oh, noch ein Reifen über. Perfekt. Okay, good old German car, Freunde. Das Ding hat wieder eine Traktion, Alter, von einem Elefanten. Was soll denn das schon wieder? Das ist ja schon wieder, das ist ja mal, lässt sich mal so schäbig steuern. Schaffen wir es trotzdem noch irgendwie rein da? Oh, wir glitschen hier richtig runter. Ach, komm schon, jetzt hänge ich hier fest. Och, nee. Das Problem ist, ich bin halt zu schnell hier, wisst ihr? So, ich muss jetzt, okay, jetzt bin ich gut. Jetzt bin ich gut am Start. Okay, also, alles gut. Ich drücke jetzt noch nicht aufs Gas. Sag mal, der Motor macht jetzt schon schlapp. Der Motor ist jetzt gleich schon durch. 130. Ihr dürft nicht vergessen, Meilen, ne? Das sind Meilen pro Stunde. Und ja, der Motor macht mies Auge. Der Motor macht mies Auge und... Oh Gott, wir wechseln hier nochmal die Farbe an. Doch, die orangene jetzt. Und ja, was fährt denn da unten raus? Das Segel oder was? Was denn das? Einfach das Mercedes-Benz-Segel. Wohl eher das Mercedes-Benz-Boot. Guck dir das mal an, einfach das Segel am Start. Freunde, auch das Good Old German Car konnte uns hier leider nichts abliefern. Schade. Ich würde wieder sagen, das soll es wohl wieder mit der heutigen Folge gewesen sein. Und die Map hat ja noch ein paar andere coole Sachen, Freunde. Das machen wir beim nächsten Mal. Haut gerne auf den Like und auf den Abo-Button. Wenn ihr BeamNG feiert, tut mir einen Gefallen. Checkt noch gerne eins von den anderen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.